Ihr wart aber schon einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der weiteren Sendung von Jeddah Focus hier bei Jeddah TV. Die Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten überschlagen sich. Die Angriffe bzw. die Tötung eines der wichtigsten Generäle des Irans durch die USA hat dazu geführt, dass die ganze Welt in Aufruhr war. Aber nicht nur das, sondern auch die Angriffe des Irans auf den Irak bzw. auch in Südkurdistan, in Hewlêr, haben dazu geführt, dass man die Befürchtung hatte, dass es noch zu weiteren Auseinandersetzungen kommt. Dies alles steht auch in einem Zusammenhang mit den Ereignissen in Kurdistan, in der ganzen Welt. Das alles verfolgt uns tagtäglich und auch andere Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Eines der Themen, die uns vor allem in diesen Tagen beschäftigt, ist der Jahresgedenktag an drei revolutionäre Frauen, kurdische Frauen, die vor 7 Jahren in Paris durch den türkischen Staat, durch den türkischen Geheimdienst ermordet wurden. Das ist ein Thema unserer Sendung und nicht nur, sondern wir haben heute hier bei uns im Studio einen Gast, der selber hier bei Jeddah TV aktiv ist, als Fernsehmoderatorin und auch Frauenaktivistin ist. Ich freue mich besonders, dass heute hier bei uns im Studio bei Jeddah Focus Devrim Alp hier ist. Ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich habe gerade anfangs gesagt, es gibt verschiedenste Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. Die Ereignisse bezüglich Iran, USA, was auch immer wieder Kurdistan mit betrifft, ob man möchte oder nicht möchte, auch die Region ist davon betroffen. Aber eines unserer Themen wird vor allem sein, die Ermordung drei kurdischer Aktivistinnen, drei kurdischer Revolutionären hier mitten in Europa in Paris vor 7 Jahren, genau heute vor 7 Jahren. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal noch mal kurz vor. Einige kennen dich natürlich aus deiner eigenen Sendung hier auf Jeddah TV. Ja, jetzt stell dich kurz vor und gerne auch über deine Sendung. Als erstes bedanke ich mich auch, dass ich heute Gast deiner Sendung sein darf und freue mich natürlich auch, mit dir eine Sendung führen zu dürfen. Ja, ich habe vor einiger Zeit die Frauensendung bei Jeddah TV angefangen, die Sendung Benefsch. Die bezieht sich hauptsächlich thematisiert auf die Frauenarbeit bzw. Persönlichkeiten der Frau, aber auch stellt die Arbeiten der Frauen, ob sie nun in Frauenräte tätig sind, aber ob sie künstlerisch begabt sind, musikalisch begabt sind. Da sind wir thematisiert eigentlich frei. Wir freuen uns natürlich auch, wenn junge Frauen hauptsächlich an diese Sendungen teilnehmen. Und stellen eigentlich hauptsächlich die Frauenarbeiten vor, weil oft ist es so, dass man in vielen Tätigkeiten sind, gerade als Frau, aber das nicht gesehen wird. Und gerade in einer Frauensendung können die Frauen spezifisch auf die Frauen thematisiert alles zu Wort bringen. Genauso wie wenn die Frauen in den Räten tätig sind. Gerade in den Räten kommen viele Tätigkeiten auf die Frauen zu, es kommen viele Aufgaben auf die Frauen zu und die Frau ist immer in vielen Strukturen eingeschränkt. Ob es nun die Hausarbeit ist, ob es die Tätigkeit ist beruflich, aber auch ob es dann die Tätigkeit in der Gesellschaft ist. Und ich möchte mit der Sendung das eigentlich im Vordergrund stellen, wie vielfältig die Frau tätig sein kann und ist. Und damit möchten wir eigentlich der Gesellschaft auch zeigen, inwieweit eine Frau in allen Strukturen heutzutage beteiligt ist. Mhm. Und das ist einer unserer Themen. Und aber auch, wie gesagt, sind frei in allen Themen, also künstlerisch. Du hast gerade gesagt, die Frauen, die in den Räten aktiv, also du meinst in den Volksräten, die örtlichen Volksräten, die von den kurdischen, von den jesidischen Organisationen gegründet wurden, als Spiegelung der Gesellschaft, wo sie sich aktiv mit einbringen. Diejenigen, die jetzt nicht aktiv sind in einem Rat oder in einer Organisation oder in einer Institution, die einfach Interesse haben, die Zuschauer dieser Sendung sind, die irgendwo anders einen anderen Beruf haben. Ich meine, die jesische Frau oder die kurdische Frau, die seit über 40, 50 Jahren hier in Deutschland auch ansässig ist,
also mit mehreren Generationen schon. Die hat ja auch andere Berufe gelernt und übt sie ja auch aus. Sind die denn auch ein Teil der Sendung? Sind die denn auch willkommen, um sich zu, sag ich mal, um ihre Arbeit als, sag ich mal, als Lehrerin, als Kindergärtnerin, etc., Erzieherin vorzustellen? Das würden wir sogar, begrüßen wir sogar, wenn gerade solche Frauen an unserer Sendung teilnehmen. Haben wir auch schon gehabt. Sagen wir mal, Frauen, die aus der Kultur kommen, die hauptsächlich auch keinen Beruf erlernt haben, aber wir sagen immer, ein Teil der Geschichte sind. Die können gerade erzählen, wie war früher das Leben in der Heimat, sind aber geflüchtet aus ihrer Heimat und leben heute in Exil und müssen sich mit einem Leben eigentlich zufrieden geben, wo sie sich nicht wiederfinden, haben aber auch ein Leben hier in Europa aufgebaut und haben daraufhin mit der Struktur sich ein Leben aufgebaut. Da habe ich auch zum Beispiel Frauen also in der Sendung gehabt, die von früher erzählt haben, aber auch von Handarbeiten erzählt haben. Wie wir wissen, die Geschichte der Frau, gerade in Kurdistan, ist die Frau sozusagen bewegt hat, zu erstehen. Und da habe ich, also wollen wir natürlich, dass diese Kultur erhalten bleibt. Und die Kultur der Kurdinnen ist auch oft von Mund zu Mund erhalten geblieben. Und aus den Gründen hatten wir auch öfter mal Frauen hier in unserer Sendung, die einfach nur erzählt haben, inwieweit sie als Frau, die nicht zur Schule gegangen ist, die keine Bildung hatte. Also keine Schulbildung. Genau, die keine Schulbildung hatte, aber trotzdem sich einen Lebensweg erschaffen hat. Und das ist heutzutage aus der aktuellen Sicht nicht mehr vorstellbar, wie diese Frauen damals trotzdem ihr Leben bewältigt haben. Das ist ja richtiges, wichtiges Kulturgut, was die an Erfahrung haben, an Wissen haben. Sei es im Bereich Gesundheit, sei es im Bereich alltägliches Überleben. Es gibt so viele Bereiche, die irgendwie nicht aufgearbeitet sind, wie zum Beispiel oft gehört Naturheilkunde. Nicht die schulische Medizin. Hier, ich habe jetzt meine Schmerztablette oder meine Kopfschmerztablette etc., sondern dass auf andere Sachen zurückgegriffen werden. Das kommt ja auch meistens von, sag ich mal, den älteren Frauen aus der jesisch-kurdischen Gesellschaft. Genau, also sagen wir mal Hausmittel, die man sich mit eigenen Mitteln erschaffen hat. Und nicht nur das, auch wie du schon sagtest, die jesidische Frau. Man hat ja nicht viel über diese Religion gewusst. Oft wurde diese Religion geheim gehalten. Man hat von Mund zu Mund diese Religion erhalten können. Und heutzutage können wir frei in Europa darüber sprechen. Mhm. Aber oft ist es so, wenn man hier in Europa wächst, die Kultur dieses Religion geht auch mit der Zeit verloren, weil man einfach wenig darüber erfährt. Und in der Sendung geben wir auch die Möglichkeit, gerade den älteren Frauen, die in dieser Kultur aufgewachsen sind, die in der jesidischen Religion wissend sind, aus eigener Sicht das erzählen können. Und das kommt auch in der Gesellschaft, muss ich sagen, gut an, weil sie sprechen die Sprache der Gesellschaft. Sie erzählen von Erlebnissen, die Gesellschaft erlebt hat. Und die Sendung widerspiegelt sich einfach mit des Lebens der Frau. Und auf dieser Basis haben wir diese Sendung auch aufgebaut und würden es auch so gerne weiterführen. Deine Sendung ist ja vor allem auf der Muttersprache. Eine junge Frau, die jetzt nicht so gut muttersprachlich ist, braucht sie da Befürchtungen, Ängste zu haben oder besteht auch für sie die Möglichkeit, ihren Beruf? Also es ist ja, deine Sendung ist ja hauptsächlich die Frauensendung. Besteht da trotzdem die Möglichkeit, dass die in deiner Sendung kommen kann und sagen so, hier mal zu, ich kann zwar nicht so gut meine Muttersprache sprechen, habe aber trotzdem Interesse, ein bisschen von meinem Beruf zu erzählen. Ich habe meine Erfahrungen aus dem Beruf, vielleicht hilft das auch im alltäglichen Leben für die Familien. Oder ist das eine Schwierigkeit?
Nee, das ist gar keine Schwierigkeit, ganz im Gegenteil. Immer wieder sagen wir, jeder, der an der Sendung gerne teilen möchte, an der Sprache, an der Sprachbarriere soll es nicht scheitern, weil die Sendung ist zwar auf Kurdisch, aber sollten die jungen Frauen, aber auch allgemein, ob es auch die internationalistische Frauen sind, wenn sie daran teilnehmen, da sind wir in Worten, wenn es ist ja meistens, scheitert es ja an einigen Sätzen oder Worten, und dann ist es so, dass die das in ihrer Sprache erzählen können und ich übersetze das dann dementsprechend. Das heißt, da gibt es diese Hilfestellung und da muss keiner die Befürchtung haben. Nein. Das ist schon mal gut. Es gibt bestimmt viele Interessenten, wenn man sich vorstellt, dass die kurdische oder vor allem auch die jesidisch-kurdische Frau in, vor allem auch in Deutschland, in vielen beruflichen Bereichen sehr aktiv ist, sehr erfolgreich ist, und wenn das auch dennoch bereichernd sein kann für die Gesellschaft, dann ist das natürlich was ganz Besonderes. Du hast deine Sendung einmal die Woche, sonntags um 15 Uhr, genau, und das jede Woche einmal. Genau, so. Das ist jeden Sonntag um 15 Uhr. Ich möchte aber auch noch mal drauf eingehen, was du vorhin schon sagtest. Die junge Frau, die ist in Vielfalt tätig. Und in der Hinsicht möchten wir auch der junge Frau das ermöglichen, sich in ihrem Beruf, in ihrer Tätigkeit, aber auch in ihren Strukturen, egal welcher Art das ist, sich vorstellen zu können, ohne Hemmungen, ohne spezialisiert auf Themen, dass man denen sagt, ihr macht die Arbeit, stellt doch mal eure Arbeit für die Gesellschaft vor. Und gerade die jungen Frauen, die in der Gesellschaft tätig sind, weil viele junge Frauen sind in Kultur arbeiten, viele junge Frauen sind in Gesang arbeiten, in künstlerischen Arbeiten, aber ob Gesundheit ist oder auch, egal welchen Bereich das ist, ich denke, da sollten die diese Berührungsängste nicht haben. Ich bin jetzt in einer Fernsehsendung und kann mich vielleicht in Worten nicht so zu fassen bekommen. Nein, ich denke, wenn jemand in einer Tätigkeit ist und über ihre Tätigkeit erzählt, denke ich, dass sie da in der Hinsicht vieles mehr geben können, als man glaubt. Und gerade als ja. Frau, eine Frau ist vielfältig eigentlich und kann vieles ermöglichen. Und ich denke, gerade die Frauenarbeiten sollten sehr geschätzt werden, weil die Frauen in vielen Hinsichten doch in ihrer Arbeit vieles erschwert bekommen. Wie wichtig ist, du hast anfangs schon so ein bisschen davon erzählt, wie wichtig ist solch eine Sendung für die Freiheit der Frau, gerade bei den Jesiden, bei den Kurden allgemein, spielt ja die Freiheit der Frau eine ganz besondere, eine richtige und eine wichtige Rolle. Wie sehr war es, oder wie konnte man mit deiner Sendung unter anderem, es gibt ja auch auf anderen kurdischen Sendern Frauensendungen, wie kann man dem Ganzen, sag ich mal, gerecht werden? Ist die Wichtigkeit so, wie kommt das an und was bedeutet das für die Frauen? Als Errungenschaft. Genau, der Name der Sendung ist hier schon. Es widerspiegelt sich ja einen weiblichen Namen, aber auch einen Namen, die für die Freiheit der Frau war und ist. Die Sendung für die Freiheit der Frau, ja. Wie wir wissen, Jahrzehnte, Jahrhunderte konnte die Frau nicht frei sich äußern können. Ob es nun in der jesidischen Glaubensrichtung war, aber auch allgemein. Aufgrund des Systems hat man immer die Frau unterdrückt. Die Frau war immer als ein Hausmittel gesehen, als eine Hausfrau, als Mutter. Und ja, dementsprechend hat man die Rechte der Frau eigentlich ihr oft genommen. Mit der Zeit, mit der Revolution, wurde der Frau auch vieles wieder, sage ich mal, bekannt. Die Frau hat wieder, hat ersehnen können, eine Gleichberechtigung muss erstehen. Durch die Revolution, mit der jahrelangen Arbeit, mit den ganzen Widerständen und mit der Gleichstellung der Frau, hat man in vielen Strukturen die Freiheit der Frau wieder erlangt. Die Frau hat sich das erkämpft.
Und heute sehen wir ja, dass an der Front die Frau vorne die Führung hat. Heute sehen wir, in allen Strukturen ist eine Frau mit als Co-Vorsitzende. Aber auch die Arbeit der Frau wird in vielen Hinsichten gleich gesehen. Und dadurch haben wir auch als Sendung gesehen, die Freiheit der Frau kann nur durch die Frau erlangt werden. Keine Frau muss in der Hinsicht sich erhoffen, dass es ihr die Freiheit geschenkt wird. Und mit der Erarbeitung, mit der Erkämpfung in Anführungsstrichen nicht nur mit der Waffe, sondern auch mit eigenen Rechten, möchten wir mit der Sendung der Frau bzw. der Gesellschaft eine Botschaft geben, inwieweit heutzutage gerade die kurdische Frau in ihrer Freiheit alles sich selbst erlangt hat. Und das ist einer unserer Ziele, hinter der Arbeit der Frau zu stehen. Ganz wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast, das Selbsterkämpfen der Freiheit, das nicht irgendwo darauf warten, dass irgendwas befreit wird oder erkämpft wird, weil dann ist es oft nicht effektiv und nachhaltig und kann dann nicht immer als Grund genommen werden, hier, wir haben uns gekümmert, dass die Frau befreit wird oder die Freiheit der Frau erkämpft. Und das, was du gerade gesagt hast, dass das immer von Seiten der Frau kam, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Strukturen, innerhalb der Organisation. Du bist als TV-Moderatorin, Journalistin, bist du aktiv und beleuchtest ja auch in deiner Sendung, wie du ja schon gesagt hast, vor allem das Thema Frauen. Wie wichtig ist diese Arbeit? Also, oder beziehungsweise, wie ist der Anlauf? Es gibt ja jetzt auch einen Frauensender, GenTV zum Beispiel. Es gibt verschiedene Zeitschriften, die von Frauen, für Frauen gemacht werden. Das ist ja international, national, in der Glaubensgemeinschaft. Ist der Anlauf so groß oder ist das so, wo man sagt, okay Leute, wir brauchen da noch mehr, die das mit unterstützen? Wie ist dort der Elan dazu, das mit zu unterstützen? Also zu unterstützen, ich glaube in allen, ob es Sendungen sind, ob es Arbeiten sind, Unterstützung braucht jeder. Und gerade der Anlauf, es ist oft so, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, oft das so ist, dass man die Frau alle Rechte genommen hat und jahrelang, jahrzehntelang man der Frau eigentlich die Botschaft gegeben hat, selbst wenn du in einer Sendung aufgetreten bist, hat man das als eine beschämende Tätigkeit gesehen. Man hat dann die Frau mit Fingern auf die Frau gezeigt und hat gesagt, nicht diese Frau, sondern die Tochter von so und so oder die Frau von so und so, hat aber immer diese Frau mit Männern benannt. Mhm. Also ob es der Vater war oder der Ehemann war oder der Bruder war, man hat es immer so gesagt, diese Frau hat an einer Sendung teilgenommen. Das ist ja, es war was Beschämendes, dass eine Frau in einer Sendung auftretet. Mhm. Und gerade das, diese Barriere ist in den Jahrzehnten ja gebrochen durch diese Frauensendungen. Ob es nun die Frauensendungen bei anderen Sendern sind, ob es nun eine eigene Frauensendung ist, die gerade spezifisch auf die Frauen thematisiert ist, aber auch die Zeitschriften der Frauen. Das sind alles Wege, die der Frau ermöglicht haben, in den Jahren sich als Journalisten, als gebende Reporterin, als aber auch als eine, die über ihre Geschichte erzählt. Jede Frau hat eine eigene Geschichte und da hatte zum Beispiel das Fraueninstitut Uta Amara zum Beispiel ein Buch rausgebracht, was mich ja auch sehr geprägt hat, wo ich gesagt habe, jede Frau kann eine eigene Geschichte, von ihr Leben kann daraus eine eigene Geschichte entstehen, weil gerade die kurdische Frau wirklich viel in ihrem Leben durchgemacht hat und durchmachen muss, durch die Umwandlung des Systems, durch die Fluchtwege, denen man aus ihrem Land raus musste, durch die Verleugnung der Identität, durch die Verleugnung der Religion. Man hat einfach
vieles durchmachen müssen. Und das war unsere Sicht, wo wir gesagt haben, gerade diese Frauensendungen sollen die Frauen stärken, über ihr Leben zu erzählen, über ihre Geschichten zu erzählen, aber auch über Prägungen, die man hatte. Und das wurde einfach zu wenig in den Medien gebracht, zu wenig in den Sendungen gebracht. Und auch wir bei Cheddar TV als Frauensendung möchten diese Strukturen stärken und gerade die Frauensendungen stärken. Der Anlauf, wir würden gerne mehr sehen, wir würden gerne mehr von den Frauen arbeiten sehen. Wir kommen oft nicht, wissen auch nicht oft nicht, wo welche Frauen in welchen Arbeiten tätig sind. Deshalb wären wir natürlich auch froh, wenn die Frauen uns kontaktieren und sagen, hier, wir machen hier auch was oder wir sind auch begabt und wir würden uns auch gerne vorstellen. Wir würden das natürlich also sehr begrüßen. Sozusagen ein Aufruf jetzt hier an dieser Stelle. Diejenigen, die jetzt die Sendung mitverfolgen oder im Nachhinein dann sich nochmal anschauen, der Aufruf kommt in unsere Sendung, zeigt euch, repräsentiert eure Tätigkeiten, eure Aktivitäten, eure Bereiche, junge Frauen, ältere Frauen, internationalistische Frauen, alle herzlich willkommen in deiner Sendung bei Binevsch jeden Sonntag um 15 Uhr hier auf Cheddar TV. Du hast viele wichtige Dinge bis zu dem Zeitpunkt nun erwähnt, der dazu geführt hat, dass heute die Frauen so weit sind, wie sie heute hier sind, auf Cheddar TV, auf anderen Sendern, durch medielle Aufarbeitung, medielle Arbeiten. Aber das hat alles ja viel Arbeit gekostet, viel Kampf und auch, wie schon erwähnt, nicht nur der militärische Kampf an vorderster Front gegen Unterdrückung, sondern auch der politische und auch vor allem der gesellschaftliche Kampf. In diesem Zusammenhang, um auch jetzt auf das weitere Thema zu kommen, haben sich drei Frauen, denen wir heute auch gedenken, intensiv sich mit eingebracht für die Freiheit der Frau, für den Stellenwert der Frau. Heute vor 7 Jahren, am 9. Januar 2013 wurden diese drei Frauen in Paris, mitten in Europa, ermordet. Sind vor allem mit dafür verantwortlich, dass überhaupt die Freiheit der Frau so weit ist, wie sie ist, hier in Europa, hier in Kurdistan auch. Wir haben dort vor allem alevitische Frauen, die ermordet wurden und auch eine jesidische Frau, Leyla Scheinemes, Figen Doğan und Sakine Janses. Alle drei wurden ermordet. Einige von denen kanntest du auch persönlich. Wie ist der aktuelle Stand? Jetzt am Samstag gibt es ein erneutes Gedenken, eine erneute Aktion, eine große Demonstration in Paris. Wie ist der aktuelle Stand und was bedeutet das oder was bedeutete damals die Ermordung dieser drei Frauen beziehungsweise was bedeutet es heute noch? Also gerade für die Frauenbewegung, aber auch für die freie Frau, es ist ein Tag, der unvergesslich ist. Wir gedenken auch heute an die drei Genossinnen. Nicht nur an die drei Genossinnen, sondern auch die drei Genossinnen, die am 4. Januar in der Türkei ermordet sind. Fatma, Osevi und Pakize. Auch diese Frauen sind vor 6 Jahren ermordet worden. Das bezieht sich auf die Geschichte der Frau. Sakine Janses ist die lebende Geschichte der Frau gewesen. Sie hat die kurdische Geschichte geschrieben. Eine Frau, die ihr Leben lang sich alles erkämpfen musste, die mit dem Aufbau der kurdischen Bewegung beteiligt war, die jahrelang in den türkischen Gefängnis gefoltert worden ist, aber den Widerstand der Frau mit einem erhobenen Kopf sich nicht ergeben lassen hat. Sie symbolisiert den Widerstand einer kurdischen Frau. Man hat bewusst
diese Frauen auserwählt. Fidan Doğan, die diplomatisch für die kurdische Frau in Arbeiten war. Und Leyla Shahinmest, die junge Frau, die die junge kurdische Frau widerspiegelt hat. Diese drei Frauen waren Symbol der kurdischen Frauen. Sie waren die Bewegung der Kurden. Sie waren aber auch Hoffnung der kurdischen Frau. Und diese drei Frauen zu ermorden, war für die kurdische bzw. Frauenbewegung ein Tag, der niemals vergessen wird, der aber auch niemals vergeben wird. Wir sind seit 7 Jahren jedes Jahr in Paris und werden auch dieses Jahr nach am 11. in Paris eine Grundsdemonstration wird da dort stattfinden aus Protest, um Frankreich aber auch wieder daran zu erinnern, dass dieser Mord nicht aufgeklärt worden ist, dass bis heute dieser Mord mit Hilfe der Türkei, aber auch alle anderen Ländern, man versucht hat, mit Personen zu bedecken, und die kurdische Frauenbewegung akzeptiert das nicht. Wir werden immer wieder Frankreich daran erinnern, dass man diese Morde nicht auf Personen beziehen kann, dass der Geheimdienst der Türkei dahinter steckte, dass aber auch so ein Mord ohne Wissen von Frankreich nicht begehen werden konnte. Sakine Janssens war keine normale Person, die sich in Frankreich aufgehalten hat. Das heißt, Frankreich wusste, wo sich Sakine Janssens aufhält. Frankreich wusste, wo sie sich bewegt. Frankreich hatte sie unter Aufsicht. Also das heißt, ohne dass es das französische Staat wusste, dass es so einen Mord begeht, können wir als Kurdinnen und Kurden nicht akzeptieren. Das heißt, Frankreich muss diese Morde aufklären. 7 Jahre sind nun vergangen. 7 Jahre schweigt Frankreich, 7 Jahre schweigt die internationalen Staaten über diese Morde. Aus diesen Gründen werden wir immer wieder und jedes Jahr zu Gedenktagen in Frankreich so eine Protestaktion veranstalten. Sakine Janssens als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Freiheitsbewegung Kurdistans war bekannt. Du sagtest ja gerade, klar war, dass Frankreich als Staat und der Geheimdienst Frankreichs und auch die anderen Geheimdienste der Staaten hier in Europa wussten ganz genau, wo sie sich aufhält. Sie war natürlich auch durch ihre Politik ein Dorn im Auge. Aber nicht nur sie, sondern auch Fidan Doğan als einer der wichtigsten Diplomatinnen der kurdischen Bewegung in Frankreich war ja bekannt. Sie war ja immer in Begleitung, wenn es da internationale, beziehungsweise wenn es dort Delegationen gab aus der Heimat, aus Kurdistan. Auch bei ihr wusste man ja, wer sie ist und wo sie her sie kommt und was sie für Tätigkeiten macht, wie besonnen sie ist. Das heißt, der Staat hat irgendwie sozusagen damit gerechnet und ist geduldet, dass solche Sachen passieren. Der Mörder der drei, hast du auch gerade gesagt, das ist die Person zwar, die die Sache jetzt ausgeführt hat, aber er hat es nicht in seinem Namen getan, sondern da steckt viel mehr dahinter. Und vor allem weiß man ja, für wen er gearbeitet hat. Es war ja relativ schnell raus, wohin er gehört, dass er für den türkischen Geheimdienst gearbeitet hat, dass er selber Sympathisant der sogenannten Grauen Wölfe, also der ultranationalistischen, faschistischen, rassistischen Türken war. Er selber im Gefängnis, stirbt im Gefängnis, die Akteneinsicht wurde verwehrt. All diese Sachen, wenn man sich das so anhört, ist wie so ein ganz, ja, wie so ein, irgendwie so ein schlechter Krimi-Film, der genauso abläuft wie so ein Tatortstreifen, der so ganz schlecht abläuft. Aber das alles ist die Realität. Was kann man denn heute noch erwarten oder was wird denn noch gefordert? Also du hast gerade gesagt, es wird nach Rechenschaft gefordert, aber bewegt sich da irgendetwas von Seiten der internationalen Staaten, vor allem von Seiten Frankreichs? Bewegen
Im Moment, wie gesagt, die versuchen alles ins Schwarze zu führen, indem sie auf Personen beziehen. Die Aufforderung geht noch immer an lückenlose Aufklärung. Lückenlose Aufklärung bedeutet aber auch, dass sie wussten, wer der Mörder ist, dass sie wussten, wann dieser Mord begehen wird, dass sie wussten, welche Status diese Personen gerade in der kurdischen Gesellschaft haben. Und sie wussten aber auch genau, wer Sakine Janssens ist, wer Fidan Doğan ist. Und sie wussten aber auch, welche Aufgaben sie gerade in den letzten Jahrzehnten in dieser Gesellschaft bewegt haben. Sakine Janssens, die sich nicht nur am Anfang ihrer militärischen Basis, sage ich mal, in den Bergen befunden hat, sondern nach Jahrzehnten hier in Europa politisch sich getätigt hat. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die kurdische Gesellschaft anerkannt wird. Sie hat sich aber auch dafür eingesetzt, dass gerade die Jesiden untereinander Frieden schließen. Sie hatte das so bewegt, dass die Jesiden einen gemeinsamen Konferenz erstellen und dass die zu einem gemeinsamen Konferenz einen Status für die Jesiden erlangen. Also es kam Bewegung wieder in die Problematik der kurdischen Gesellschaft, was die internationalen Staaten immer wieder geleugnet hatten. Man hat einen Status für die Kurden erlangen wollen. Auf diplomatische Art durch Fidan Doğan, die in Europa dafür tätig war, dass die Kurden hier anerkannt werden. Wie wir wissen, sind die Kurden überall noch nicht anerkannt als ein Status. Man erkennt sie immer unter Bürger der Türkei, unter Bürger des Syrischen, aber auch Irak und alle anderen Ländern, wo man herkommt. Und man arbeitete daraus hinaus, dass es hier dieses Problematik gesehen wird. Ob es diplomatisch war, aber auch unter dem kurdischen Gesellschaft sollte ein Status erlangt werden. Und gerade wenn es in der kurdischen Geschichte, wenn man die kurdische Geschichte kennt, sobald es Änderungen in die kurdische Bewegung, in die kurdische Geschichte, in das kurdische System kommt, dann geschieht immer entweder ein Mord auf die dafür zuständig sind, dass eine Bewegung reinkommt, aber auch, dass eine Veränderung reinkommt. Und auch gerade da hat man wieder Wege, Planungen, die man vor sich hatte, brechen wollen. Durch den Mord an diese drei Personen hat man den Aufbau des diplomatischen Aufbau gerade von Fidan Doğan gestoppt. Man hat es regelrecht, weil Fidan Doğan auch sich in den letzten Monaten vor ihrem Mord sich gegen die Isolation, was an Abdullah Öcalan geführt worden ist, hat die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, ist rechtlich dagegen angegangen, dass das nicht gerecht ist, dass an einem Gefangenen so isoliert wird. Und man hat diese Person zum Schweigen bringen wollen. Und ich will noch mal auf Frankreich eingehen. Frankreich ist verpflichtet, diese Morde aufzuklären. Diese Morde sind in einem Land geschehen, ein Land, der sich immer wieder widerspiegelt für die Menschlichkeit. Die Gerechtigkeit der Menschheit soll es dort Und immer wieder für Rechtsstaatlichkeit steht. für Rechtsstaatlichkeit steht. Und Ja. heute in einem Rechtsstaat, in einem Staat, der sich als Demokrat ergibt, und dort begehen diese Morde und diese Morde werden 7 Jahre nicht aufgeklärt. Da muss sich aber auch Frankreich mal fragen, aus welchem Grund sind diese Morde nicht aufgeklärt bis heute? Aus den Gründen, dass vielleicht Frankreich mitbeteiligt war an diesen Morden, dass Frankreich von diesen Morden im Voraus wusste, dass Frankreich aber auch dem türkischen Staat diese Wege erleichtert hat, diese Morde zu begehen. Und mit einer Person, der Monate bevor diese Morde begehen, immer wieder regelmäßig in kürzesten Abständen
in Ankara war, in Istanbul war und aber auch nur für kurze Zeit dort war und immer wieder nach Frankreich zurückgekommen ist, da dass der französische Staat da schon nicht reagiert hat, eine Person, die so oft in einem Land reist und verdächtigt ist und man da schon nicht gehandelt hat, fragen wir uns als die kurdische Frauenbewegung, inwieweit hat Frankreich diese Morde unterstützt? Frankreich ist verpflichtet, diese Morde, egal wie viele Jahre darüber hinausgehen, diese Morde lückenlos aufzuklären. Ob sie beteiligt war oder nicht, diese Morde sind deren Pflicht aufzuklären. Gerade bei der Beschreibung, die du durchgeführt hast bezüglich der Persönlichkeiten, also es war eine bewusste und systematische Ermordung der Personen, wichtiger Personen, die halt federführend waren in Sachen Anerkennung eines Status für die Kurden, für die Jesiden, für die Glaubensgemeinschaften der Aleviten, sei es jetzt Sakine Janssez, Filan Doğan oder Leyla Şahlemez. Alle drei waren ja in ihrem Bereich sehr aktiv und haben dort mitgewirkt. Wir sind ja hier bei Cera TV auf einem jesidischen Sender. Und du sagtest gerade, Sakine Janssez hat sich selber für den Frieden innerhalb der jesidischen Glaubensgemeinschaft eingesetzt. Weiß man da mehr? Sie war ja bekannt bei den Jesidinnen und Jesiden als eine wichtige Persönlichkeit. Sakine Janssez war Ziel, sie hat immer gesagt, beziehungsweise sie wollte immer, weil sie sagte, die Wurzeln der Kurden sind die Jesiden. Und die Jesiden müssen in ihrer Religion geschützt werden. Aber in erster Linie fängst du damit an zu schützen, indem du sie vereinst. Das heißt, wie wir wissen, leben die Jesiden verteilt überall. Von Teilen des kurdischen Teilen in der Türkei, von Rojava bis Irak, aber auch Europa. Und viele sind, je nachdem, wo sie aufgewachsen sind, haben sich dort auch angepasst. Viele konnten sich nicht als Jesiden bekennen, weil sie Angst hatten, ermordet zu werden, aber auch, weil sie viele Jahre konnte man in vielen Ländern noch nicht mal sagen, ich bin Jeside. Und aus diesen Gründen ist man verschieden in der Religion auch aufgewachsen. Man hat sich in vielen, vielen Strukturen angepasst, um die Religion zu schützen. Und ihr Ziel war, dass alle Teile der jesidischen Glaubensgemeinschaft zusammengeführt werden. Aus allen Teilen sollte ein jesidischer Dachverband geben. Und dieser Dachverband soll dann beziehungsweise ob es für die Frauen, aber auch für die Gesellschaft. Anhand dieses Dachverbandes sollte zukünftig für die Jesiden entschieden werden, ein Status für die Jesiden erlangt werden, aber auch, dass die Jesiden international als eine Glaubensgemeinschaft anerkannt werden. Diese Arbeiten hatte Sakine Janssez begonnen. Sakine Janssez hatte aber auch hier in Europa die Jesiden zusammengeführt, indem sie ein Seminar kann man sagen, Ein hatte sie, Vortrag. genau, einen Vortrag, aber auch in diesem Vortrag hatte sie alle jesidischen Häuser, sage ich mal, alle jesidischen Räte, alle jesidischen Vertreter eingeladen, aber auch von der Gesellschaft, die dann auch mit einer großen Zahl an diesem Vortrag teilgenommen haben, befürwortet haben und man dort eine Planung erstellt hat, wie man zukünftig an die Status der Jesiden das erarbeiten wird, um das zu erlangen. Das war im Dezember 12. 2012 und im Januar 2013 ist sie ermordet worden. Die jesidischen Strukturen haben darauf trotzdem die Arbeiten geführt und vieles aufgebaut. Aber es wäre, wenn Sakine Janssez noch leben würde, denke ich, meiner Sicht jetzt nach vieles mehr noch erlangt worden. Ja. Ihr Ziel war, dass die jesidische Glaubensgemeinschaft international auch anerkannt wird.
Ja, ich selber erinnere mich an diese Veranstaltung. Ich selber war auf dieser Veranstaltung, wo sie hat dort eine Rede gehalten und immer wieder betont, seid euch bewusst, wer ihr seid, seid euch bewusst, was ihr wollt und versucht, Empfindlichkeiten beiseite zu legen, kommt als Jesin zusammen. All das war immer wieder ein Thema. Sie war auch bei den jesischen Familien immer willkommen, sie war bekannt. Sie selber Alevitin, wusste daher auch so ein bisschen um die Geschichte der Jesiden. Die Verfolgung der Aleviten ist ja auch ähnlich wie die der Jesiden. So einmal durch, sag ich mal, durch die verschiedenen Staaten und auch, sag ich mal, durch nicht-alevitische oder jesidische Kurden, auch durch muslimische Kurden gab es eine Verfolgung, eine Vertreibung der Aleviten oder der Jesiden. Auch ein Teil. Ein trauriger Teil der Geschichte. Diesen Samstag ist es wieder soweit. Das heißt, diesen Samstag machen sich wieder Hunderte, Tausende von Menschen auf den Weg nach Paris. Aber nicht nur Kurdinnen und Kurden, nicht nur Alevitinnen und Aleviten, nicht nur Jesidinnen und Jesiden, sondern vor allem durch Sakine Jansis, aber auch natürlich die anderen beiden, gibt es auch einen großen Anteil von internationalistischen Freundinnen und Freunden, die sich auch aufgerufen fühlen, daran teilzunehmen. Sie nehmen seit Jahren auch daran teil an diesen Aktionen. Was hat Sie, Sakine Jansis, vor allem für den Internationalismus innerhalb der Frauenbewegung getan? Was hat also man weiß es bei Filan Doğan, sie hat viele Kontakte gehabt durch ihre diplomatischen Arbeiten. Sie war bekannt bei Parteien, bei Institutionen in Frankreich. Man kannte sie. Man wusste ganz genau, sie ist die Diplomatin der kurdischen Strukturen in Frankreich. Sie begleitete immer wieder Delegationen, politische Delegationen aus der Türkei, aus Kurdistan. Und Leyla Şalemez war vor allem auch bei den deutschen Jugendlichen bekannt durch ihre Aktivitäten als Jugendliche. Aber Sakine Jansis hat nochmal einen anderen Punkt gesetzt. Also sie wird ja auch heute von vielen Internationalisten in der Reihe aufgelistet, wie zum Beispiel Clara Zetkin, Rosa Luxemburg. Was für eine Wichtigkeit oder was kann man dort nochmal erwähnen für ihre Arbeiten, durch ihre Arbeiten im Bereich Internationalismus? Sakine Jansis, wie du schon sagtest, eine Alevitin, die in Dersim aufgewachsen ist, aber auch als eine Person, die auch immer wieder auch die Internationalistinnen widerspiegelt hat. Gerade nach ihrem Mord, nachdem ihr Buch erschienen ist, wo viele Internationalisten diesen Buch auch gelesen haben, und sich immer wieder in Sakine Jansis Leben versetzen konnten. Eine Frau, die beschreibt, dass ihr ganzes Leben ein Kampf war. Eine Frau, die sich dem türkischen Staat nicht ergeben hat. Eine Frau, die eine der ersten Frauen, das müssen wir auch dazu sagen, eine der ersten Frauen, die sich den militärischen Kampf angeschlossen hat, die mit aufgebaut hat, aber auch eine der ersten Frauen, die im Gefängnissen an Foltern vieles sich über ergehen lassen hat, aber anhand dieser Folter sich nicht ergeben lassen hat. Sie hat durch die Folterungen, die sie im türkischen Gefängnis erleben müssen, hat sie ihr Leben beschrieben. Sie hat dort beschrieben, was ihr Kraft gegeben hat, weiterzukämpfen, für die Menschlichkeit weiterzukämpfen, für die Frau weiterzukämpfen. Und das ist ja etwas, was man ja auch dazu sagen muss, oft hier in Europa fehlt. Mhm. Die viele der Europäer bzw. der Internationalen finden diese Genossenleben ja hier nicht. Und man hat in Sakine Jansis eine Frau, die mit so einer Persönlichkeit, aber auch trotzdem ein Wesen war wie ein Kind, die mit einem Kind lachen konnte, aber auch die für die Frau sich
eingesetzt hat, aber auch so stark war, dass sie alle Folterungen der Türkei überlebt hat und die trotzdem in einem Buch erfasst hat und veröffentlicht, nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Und ich denke, das hat den internationalistischen Genossinnen und Freunde auch bewegt, eine Frau wie Sakine Janssız nicht zu vergessen, den Kampf von Sakine Janssız weiterzuführen und die Rechte, die Sakine Janssız für die Frau, aber auch für die Unterdrückten erlangen wollen, das weiterführen zu wollen. Und die Internationalistinnen, die gerade die aktiv sind und das verstehen, sind auch die Personen, die immer wieder unterdrückten Menschen eine Stimme sein möchten. Und das ist das, wo ich dann sage auch, warum so viele Internationalisten gerade an so einer Demonstration teilnehmen, warum sie sich wieder drin finden und warum sie diesen Kampf, den Sakine Janssız angefangen hat, mit Waffe, aber bis zu Ende mit diplomatischer Arbeit, das unterstützen wollen. Ja. Beeindruckend. Und im selben Atemzug auch ein Armutszeugnis für Frankreich und für Europa. Sakine Janssız überlebt die krassesten Folterungen durch den türkischen Staat, also sie überlebt den türkischen Staat in der Türkei. Sie überlebt extreme Kämpfe, militärische Kämpfe in den Bergen Kurdistans, aber leider nicht ihren Aufenthalt hier in Europa. Man hat die Freiheit der Frau hier in Europa ermordet, sage ich jetzt mal mit Worten. Oder versucht zu ermorden. Genau, versucht in dem Sinne, man hat versucht, indem man gesagt hat, wenn man Sakine, sie symbolisiert die freie Frau, sie gibt der Frau die Kraft, sich zu stärken. Und man hat hier versucht, die Meinung, die Sakine Janssız für die Frau hatte, die Selbstbewusstheit, die man der Frau geben wollte, hat man versucht, das zu erlöschen. Aber man hat dabei vergessen, dass Sakine Janssız eigentlich alles hinterlassen hat. Man hat dabei vergessen, dass die Gedenkweise, dass Sakine Janssız hatte, eigentlich in vielen Köpfen der Frauen heute drin ist. Die Lebensweise, die Sakine Janssız für die Frau erschaffen wollte, wird heutzutage von vielen Frauen geführt. Und viele dieser Frauen sind nach Spuren von Sakine Janssız weitergekommen und werden auch weiterführen. Man kann mit dem Mord von Sakine Janssız, Fidan Doğan und Leyla Şahilemez nicht sich erhoffen, dass man damit die Bewegung, die Sakine Janssız erbaut hat, die Sakine Janssız erschaffen hat, die Sakine Janssız weiterführen wollte, auf dieser Basis erlöschen wird. Irgendwann muss verstanden werden, dass es immer genau das Gegenteil bewirkt. Ne? Also nicht das, was man dann versucht, damit zu erreichen von Seiten derjenigen, die das durchgeführt haben, sondern dass es immer das Gegenteil bewirkt. Daudem, wir sind jetzt langsam am Ende unserer Sendung, aber wie gesagt, Samstag findet die große Demonstration in Frankreich statt, in Paris statt. Das heißt, Tausende werden wieder rufen, Sara Rojmin Ronahi, Jinjian Azadi. Das werden die lautesten Rufe sein. Es fahren überall aus Europa, vor allem auch aus Deutschland, am Vorabend Busse aus der Region Niedersachsen, Hannover, Umgebung, Celle auch. Diejenigen, die sich informieren möchten, finden das auf den verschiedensten Seiten oder durch ihre Strukturen vor Ort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst, dass wir über so ein wichtiges Thema, über das Gedenken an die drei Revolutionärinnen sprechen konnten, aber auch über deine Arbeit und für dich weiterhin viel Kraft und viel Erfolg bei deiner Sendung Binevsch. Vielleicht auch demnächst noch mehr Gäste, die heute uns zuschauen, beziehungsweise dann nachträglich auf YouTube die Sendung nochmal verfolgen werden. Junge Frauen, die vielleicht auf dich zukommen, sagen so, hier, ich möchte mich gerne vorstellen, meine Arbeiten vorstellen. Möchtest du gerne noch was sagen, guter Letzt? Ich möchte auch nochmal zum 11. jetzt am Samstag in Paris drauf eingehen.
dass, wie du schon sagtest, überall Busse abfahren nach Paris. Jeder sollte sich dazu verpflichtet fühlen, das Recht zu erlangen, dass diese Morde aufgeklärt werden. Und nur gemeinsam können wir sagen, wir möchten als, nicht nur als kurdische Volk, sondern als auch die internationalen, aber auch alle Menschen, die für die Menschlichkeit sich einsetzen, nach dem Recht erlangen, dass diese Morde in Frankreich aufgeklärt werden. Unser Aufruf ist, dass alle, die sich dazu verpflichtet fühlen, aber auch alle, die uns solidarisch unterstützen, an dieser Demonstration teilnehmen, sich informieren, wo die Busse abfahren und dort in Paris, dass wir uns dort wiedersehen. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute dein Gast sein durfte und hoffe, dass zukünftig viele vielfältige, bunte Frauen an der Sendung teilnehmen. Dankeschön, vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Bei Interesse habt ihr die Möglichkeiten, die Sendung von Devrim Alp auf YouTube zu verfolgen unter Binevsch, die Sendung heißt so, auf dem Kanal von Jera TV. Die Sendung von Jera Focus habt ihr auch dort auf dem Kanal von Jera TV unter Jera Focus. Wir haben es gehört, es gibt am Samstag die große Demonstration. Unabhängig davon werden wir auch euch weiterhin in den nächsten Sendungen auf dem Laufenden halten über Ereignisse, die uns bewegen, die wir gerne beleuchten möchten, die wir gerne fokussieren möchten. Schön, dass ihr wieder dabei wart und in diesem Sinne bleibt weiterhin voller Kraft, bleibt weiterhin in Liebe und Menschlichkeit. Ihr Warbasch.